Ja, 2, 3 Stunden Spielzeit später, schätze ich, habe ich Folgendes getan. Ich habe die Hose, glaube ich, einmal aufgestuft. Ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 vorher war. Ich habe die Hose auf jeden Fall verzaubert. Ist okay. Movement Speed und Movement Skill ist gut. Jumping Stamina Use kann helfen. Gerade wenn wir jetzt viel in den Gebirgen rumkraxeln. Indestructible ist mehr. Stamina Regeneration ist sehr gut. Also doch, es ist überdurchschnittlich. Das wird schon mal helfen. Ich habe das Schwert auf Stufe 4 gebracht. Das war das teuerste überhaupt. Das waren halt 60 Silberbarren. Ich habe auch versucht, es neu zu würfeln. Da habe ich jetzt Sword Skill drauf, anstatt dieses Recoil. Recoil? Recoil war, dass wenn man das wirft, es zurückkommt, aber man kann das Schwert dann nicht werfen, also es ist egal gewesen. 4 Schwertskill macht jetzt marginal mehr Schaden, aber halt echt nicht viel. Das würde ich eigentlich ganz gerne nochmal würfeln, aber das mit den Enchanting-Sachen zusammensammeln zieht sich. Warte mal, ich habe doch das zu. Ich glaube, ich könnte es jetzt mal neu würfeln. Aber was Besseres bekommen als Schwertskill ist halt fraglich. Das da ist das, ne? Wir brauchen das Blaupulver. Du gehörst da nicht rein. Du bist Funkelzeug. Du bist ein Abfalleimer. So. Also, ich hätte gerne neue Würfelkram. Lila, Dankeschön. Denn das Schwert. Die Sachen neu würfeln würde Forest Token brauchen. Ich habe mir auch schon überlegt, dass wir vielleicht das Indestructible rauswürfeln. Es wäre dann sehr peinlich, wenn im Kampf das Schwert kaputt geht. Aber das Schwert sollte auf höchster Stufe jetzt auch, glaube ich, mehr aushalten. Bin ich mir gar nicht sicher. Und wenn nicht, können wir auch noch mit dem Hammer draufhauen oder kurz nach Hause verschwinden. Die Bosse. Also, es ist einmal mindestens passiert. Daran kann ich mich erinnern. Dass ein Boss sich komplett geheilt hat. Aber das kann auch gewesen sein, weil er irgendwie einen Modifier hatte oder wir einfach zu lange weg waren. Vielleicht, weil wir geschlafen haben oder irgendwas in der Richtung oder ein Tag umgegangen ist, irgendwas so. Aber sonst haben die halt echt nur so 10% maximal geheilt. Was auch nervig sein kann, ja. Aber ich denke, das ist machbar. Habe ich denn noch so eine Waldmarke? Ja, komm. Machen wir das aber mal. Also. Indestructible. Raus. No Movement Speed Penalty. Nee, 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 nee. Oder Recalling. Nein, danke. Nochmal. Oh ja, mehr Schaden. Mehr Schaden ist sehr gut. All Damage plus 6%. Das heißt auch das Feuerzeug. Nee, Feuer ist gleich geblieben. Ist bei 6 bei 4. Vielleicht war aber der Wert auch zu klein. Und da machen dann halt 6% nichts aus. Aber der Base Damage ist höher. Ich glaube, Base Damage waren 99 rum vorher. Ja, gut. Also machen jetzt, keine Ahnung, 10, 15% mehr Schaden durch das Aufstufen und jetzt die Verzauberung. Es wird nicht die Welt sein, aber gerade bei einem längeren Kampf, und das wird ein längerer Kampf, könnte es helfen. Ich werde den Kampf auch auf jeden Fall zeitraffern und oder zusammenschneiden müssen, weil ich denke, es wird bestimmt eine halbe bis dreiviertel Stunde durchgehend schlagen sein. Was halt nicht so interessant ist. Ja. Dann, was habe ich noch gemacht? Die Spitzhacke habe ich aufgestuft, einfach nur damit ich nicht so schnell wieder nach Hause gehen muss. Und falls wir wirklich gegen den Golem-Typ wieder kämpfen, macht das jetzt auch marginal mehr Schaden. Essen ist soweit vorbereitet, das ist okay, das Zeug. Ich habe ein paar mehr Pfeile gecraftet, also Hühner gejagt, um die Pfeile herzustellen. Was mir noch aufgefallen ist, unser Set-Bonus ist nicht aktiv. Und das liegt an dem Helm hier. Der Helm ist nämlich dadurch, dass er ein Relikt geworden ist, und zwar ein gut gewürfeltes Relikt, also mehr Modifier hat. Dadurch ist es dann quasi ein extra Unique Item geworden, mit einem Unique Set. Das sieht man da unten, das ist dieses Tsukuyomi, die wie es gab. Aber dadurch ist es halt nicht mehr das alte Set. Ich hatte das letzte oder vorletzte Folge vermeintlich gecheckt, aber nein. Entweder war es damals ein Ansagefehler oder ich habe mich damals verschaut. Unser Set ist nicht mehr aktiv. Das sind jetzt 5% Regeneration, sowohl in HP als auch in Stamina. Wäre halt ganz nice, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das wegbekomme. Ich könnte es versuchen, neu zu würfeln. Also Teile davon neu zu würfeln. Aber ich glaube, dadurch geht das Set nicht weg. Ich denke, das Set wird daran gebunden sein, wie viele Modifier drauf sind.
Ja, so ist es halt unpraktisch. Und ich will nicht wissen, wie viele Enchanting-Ressourcen man zusammenfarmen muss, um später ein komplettes Set von dem Zeug zu haben. Und dann auch alles in einer Tech-Stufe. Weil das alles dasselbe Material ist. Also in dem Fall jetzt hier Silber. Ja, das ist dann eher wirklich was für Multiplayer-Server, wo Leute dann monatelang grinden und mit anderen Leuten tauschen und sowas in der Richtung. Ja, okay. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall vorher nochmal schlafen. Oh, positive Kunde. Hier. Wir haben Weizen. Flachs. Es ist doch gewachsen und wir waren noch nicht auf 60 zu dem Zeitpunkt, dass es gewachsen ist. Es ging dann wahrscheinlich schon so um 50 rum. Und das bin ich jetzt gerade hier am Multiplizieren, dass wir irgendwann von Zwiebeln auf Weizen, auf Flachs umstellen können. Einmal, weil wir das Flachs brauchen. Und auch, weil ich auch immer die Theorie habe, dass je höherstufig das Farmzeug ist, desto mehr Erfahrungspunkte man da bekommt. Ich habe es nicht wirklich überprüft bisher. Aber ja. Wir haben langsam genug Zwiebeln, also selbst wenn es nicht so ist mit den Erfahrungspunkten, ist es immer noch besser, Flachs anzubauen. Richtiges Weizen oder Gerste oder was auch immer das ist, das könnten wir noch gebrauchen. Das heißt, wir könnten, wenn es jetzt irgendwie fehlschlägt oder ähnliches, oder wir danach regulär in die Ebenen kommen, dann auf jeden Fall die Augen offen halten, dass wir das möglichst früh finden, damit wir es möglichst früh hoch multiplizieren können, weil das braucht halt eine Weile. Ja, oh Gott, den Bogen können wir auch nicht höher aufstufen. Wir haben Heiltränke, wir haben Ausdauertränke, die soll ich alle verbrauchen. Habe ich noch so einen Quick-Attack-Trank? Du warst ein Schnelllauftrank. Nee, Fast-Attack-Meet, ja. Ohoho. Nee, alle. Gut, den werden wir dann wahrscheinlich auf Cooldown halten. Die nimmst du auch mit, nur für den Fall. Alle davon. Okay, vielleicht nicht alle. Was ist, wenn wir sterben sollten, wenn die Leiche wieder rankommen? Sollte. Das würde so wehtun. Ernsthaft. Ja. Essen werde ich, wenn wir da gleich ankommen. Noch einmal den Resting-Bonus erhöhen. Könnten wir vielleicht noch irgendwas bauen, was dafür sorgt, dass unsere Wohnung hier ein bisschen gemütlicher ist? Also wir haben einen Tisch da hinten. Wir haben The Long Heavy Table könnte vielleicht einen Punkt mehr bringen. Hot Tub. Ich glaube, der Hot Tub bringt was. Oh, komm. Ein Punkt macht, glaube ich, nicht so viel Unterschied. Also, rein. Ist es gerade morgen, oder? Ich glaube, es ist morgen. Ja. Dum-dum-dum-dum. So, wir müssen vom Gipfelö aus nach Süden, denn sehen wir diese komische Schlossansammlung da. Und von der Schlossansammlung sieht man den Spawning-Altar. So, nom. Oh, habe ich Warmeat dabei. Das ist besser. Wir müssen sie auch weglocken, ne? Daran müssen wir denken, weil wir haben da unten zum einen diesen Killer-Golem. Da ist das Schloss, hinter. Zum einen den Killer-Golem, zum anderen irgend so einen 4- oder 5-Sterne-regulären Drachen. Der war noch recht nervig. Irgendwas gepanzert, das habe ich auch noch in Erinnerung. Oh, stopp. Das Pling war sehr gut. Danke, Pling. Das erinnert mich daran, dass ich den falschen Gürtel anhabe und der Gürtel macht ziemlich viel aus. Der Gürtel ist einer unserer mächtigsten Gegenstände. Und leider hat dieses Autosortiermod-Ding irgendwie die Eigenschaft, jedes Mal den Gürtel rauszuziehen, wenn ich Sachen wegsortiere zu Hause. Da. Also man kann seine Config einstellen, welche Sachen man wegsortiert. Da kann man es aber standardmäßig ist, dass keine Tränke irgendwo reingetan werden.
weil man Tränke gar nicht dabei haben will. Aber das ist halt kein Trank. Vielleicht wegen einer der Fähigkeiten von dem Ding? Ich weiß es nicht. Ja, okay, das müsste es, glaube ich, gewesen sein. Die 2,5 Minuten will ich wieder haben. Ja, mehr Stamina Base. Aber die HP-Regeneration 18 pro Tick, die ist es. Elemental Damage Reduction 7. Warum ist nicht hoch? Ah, jetzt, okay. Das Elemental Damage Reduction, auch sehr wichtig bei dem ganzen Frostschaden, der da reinkommt. Ich habe auch ein Level-Up gemacht. Ich glaube, den hatten wir aber vorher schon, das Level-Up. Ich habe es nur nicht, die Punkte verteilt. Ein komplett neues Level, soweit ich weiß, nicht. Das zieht sich inzwischen ziemlich. Wir sind einigermaßen kurz davor, könnt ihr unten links sehen, mit 86%. Oh ja. Mit Level 41 sollten wir bei einer Lage sein, die Sachen in den Planes zu töten. Zumindest die ersten Kreaturen, dass sie nicht mehr rot sind. Weil wir ein paar davon gekillt haben, kriegen wir ein Level ab und dann sollten die dann auch nicht mehr rot sein. So, jetzt kein Pling mehr. Alles töten, was in der Umgebung rumsteht. Ich will nicht wieder überrannt werden. Oh. Dankeschön, Spiel. Ich habe mich ganz kurz mal gefreut über Dinge. Ich hasse dieses Höhenunterschiedszeug. Heilung, Heilung. Okay. Ja, also dank dem Mist. Dank dem Bug, dass man Höhenunterschiede nicht so gut ausgleichen kann. War ein Großteil des Trankes jetzt für die Katz, aber guckt euch mal, wie viel Schaden wir in der Zeit gemacht haben. Also wenn es einmal richtig funktioniert, wird man in der Lage sein, in der Phase 30-40% von ihr zu killen. Ich sollte wieder weiter nach oben gehen. Eine Minute noch, bis der Time wieder funktioniert. Oh, Rigo, der ganz gut Schaden. Trank. Oh, ich kann gar keinen Heiltrank gerade trinken. So aufpassen. 28 Sekunden. Sie wird noch eine Flugphase gleich auf jeden Fall haben. Ich glaube, ich muss gar nicht Zeit drauf. Das kriegen wir einigermaßen gut hin. Sehr schön. Also es hat sich gelohnt. Die 1-2 Punkte bei Rüstung und Waffen sind es dann am Ende doch, die es rausreißen können.
ein Ausdauertrank. So, 7. Das war der Trank wieder. Aber hey, sie ist fast zur Hälfte runter. Sie ist über der Hälfte runter. Verstecken, verstecken, verstecken. Muss daran V denken, dass wenn irgendein Dieber auf uns drauf sind, drauf ist, dass wir es gleich wegmachen können. Ein kleines bisschen so an Luft behaken, das ist auch gut. Tickt auch schön das Gift, so muss das sein. Ausdauer schon mal vorbereiten, dass wenn sie gleich runterkommt. Du bist auf dem Stein runtergekommen, willst du mich verarschen? Sekunden noch bis zum Ausdauertrank. Jetzt mal auf die HP achten. 10 Sekunden noch bis zum nächsten Heiltrank. Haut gleich ab. Flieh! Flieh! So, da bei dem Haus landen wäre echt toll. Da ist eine gute Fläche drumherum, man kann nicht gut erreichen. Oh, danke schön. Danke schön, sehr schön. Wir können auch den Dingstank benutzen, ne? Ja. Meine ich. Oh. Muss kurz weg. Ich kann nicht weg. Sie backt mich. Ist vorbei. Der Tank ist vorbei und sie ist auch gleich vorbei. Stirb, stirb, stirb. Boah. Okay. Hätte ich mir wesentlich schlimmer vorgestellt. Also wir haben ihre Trophy, das ist super. Kann weg. Habe ich irgendwas übersehen? Oh nein. Jetzt sterbe ich an einem Golem und einem doofen Horn. Ja, Infected und Poison sind auch garstige Kombo. Nein, ich hau ab. Was können wir jetzt? Golden Trophy Modder. A Rare Drop from Modder. Haldor would buy this for a hefty price. 250. Ja, genau. Wir farmen Modder. Oh, Bär. Stimmt, sie hatten ja neue Kreaturen eingefügt. Habe ich letzte Folge, glaube ich, schon mal angemerkt. Und einen von den Bären habe ich auch schon gekillt. Die haben recht gutes Fleisch dabei. Diamant lasse ich bestimmt nicht in den Reset-Dingens. Oh, Pelz. Grizzly-Pelz.
Okay. Was bist du? Oh, ein Edelstein. Zack. So. Also, wir müssen hoch. Da irgendwo hoch. Dann die Trophäe anhängen an dem Runenzirkel. Dass wir theoretisch ihren Buff kriegen könnten. In Vanilla war es halt mit dem Segeln. Das war jetzt nicht so wirklich prickelnd. Hier mal gucken, wie denn der passive Buff ist. Und dann ist nächster Schritt jetzt wirklich die Ebene. Und in der Ebene war das Problem. Also warum haben wir ihn nicht Modde übersprungen? Um den Punkt geht es mir gerade. Weil wir zwar das Metall bekommen konnten, aber wir bekamen... Ey! Hast du mein Portal kaputt gemacht? Also wir bekamen zwar das Erz, aber wir konnten uns jetzt nicht einschmelzen. Wobei das Erz ist noch eine Stufe weiter, ne? Ja, nee. Ja, wir bekamen dann das Flachs, aber wir konnten das Flachs nicht zu Stoff machen. Und den Stoff braucht man für die nächste Rüstung. Die auch gut aussah. Gucken, was für Abwandlungen es jetzt davon gibt. Was die Augen brauchen, ne? Dracheneierfragmente brauchen wir nicht. Bau bitte. Misk. Habe ich die Augen nicht gerade wieder aufgehoben? Achso, da sie einmal gedroppt wurden, muss ich sie von Hand aufheben. Okay, dich dahin. Wir brauchen erst... Ne, gib dich kurz weg. Brauche natürlich erst das Ding. Werkbank. Portal. Du bist nicht Gebirge, sondern... Na, Modde. Ist vorher anders, aber ist egal. So, nach Hause. Heimat. Heimat. So. Zeug wegsortieren. Gucken, was wir jetzt noch Neues machen können. Gar nichts eigentlich, oder? Ich muss... Habe ich irgendwas von ihr verpasst? Vitas Thirst. Eisen Battle Axe. Jetzt können wir gleich entzaubern. Crystal Pressure Plate. Brauche ich eigentlich den Webstuhl, ne? Weh, da ist irgendwas runtergepurzelt. Weg, weg. Oh, falsche Kiste. Weg, weg. Alles andere wegsortieren. Disenchant. Ne, warte, Sacrifice. Die Axt. Was ist irgendwas Neues? Ich glaub nicht. Ah, Gott, ja, okay. Das hier ist das Neue. Das sind Drachentränen. Das ist nicht das Zeug. Ich dachte, oh, wir haben noch mal Öl ins Wasser bekommen. Nein, das hier. Und damit konnten wir das Hightech-Zeug doch bauen, oder? Es fehlt noch irgendeine Sache, die wir dann wahrscheinlich in den Ebenen bekommen. Ist okay. Nächster Schritt. Wir folgen unserer schönen Straße. Und geben den Kopf von Modder ab.
gehen, ne? Hühnchen. War doch richtig, ne? Hohnzirkel. Ja. Aber bin ich ganz sicher, weil hier war unser Haus, denn hinter dem Haus das andere Ding. Aber ob der Hohnzirkel jetzt hier an der Straße war oder weiter nördlich, war ich mir nicht ganz sicher. Oh, dann werde ich zwischen dieser und der nächsten Folge wieder Eisen fahren müssen, ne? Für die kommende Rüstung. Vielleicht auch ein bisschen Silber, aber primär Eisen war das, glaube ich. Das wird lustig, mit dem jetzigen Gear wieder in den Sumpf zu gehen. So, wo ist er? Da ist er. Bom. Also, eine 20% Chance, dass man Tailwind bekommt, also eine zusätzliche 20% Chance. Das heißt, das Wetter, der Wind dreht sich eher. Und 35% Segelgeschwindigkeit, das ist doch schon praktisch. Ja. Aktive Fähigkeit davon wäre 200% Segelgeschwindigkeit. Das mit den Aktiven ist hier in dem Modpack irgendwie deaktiviert. Ich weiß nicht warum, aber es soll wohl so sein. Vielleicht weil es halt ein Ticken zu mächtig wäre, gerade hier bei ihm. Es ist hier in Vanilla ziemlich überpowered, ne? War da gerade Text? Ich dachte, da wäre gerade links irgendwas. Wäre gerade links irgendwas aufgeploppt. Wegen Hinweistext oder so. Na gut, wir brauchen jetzt Ebenen. Ich glaube, wir haben schon Ebenen einigermaßen in der Nähe von einem unserer Portale. Da gucken wir uns jetzt mal genauer um. Töten mehr Dinge. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, was es mit dem Webstuhl auf sich hatte. Also ich weiß, ein paar von den anderen Maschinen bekamen wir erst mit schwarzem Granit. Und schwarzem Granit ist ja nicht Ebene, sondern in den Nebellanden. Gut, erstmal schlafen. Schlafen. Da noch. Ich kann da rein. The last frozen tears of a dragon pulsating with mysterious energy. Keine Forge-Bello, richtig? Geht schön im Weg. Wäre echt schön, wenn man das hier mehr sortieren könnte. Oh, das ist auch neu. Der Kraft des Ozeans. Oxygen Bubble. Konnte Wasser atmen. Die Knuckles müssten auch neu sein. Die ganzen Faustwaffen, die fehlten vorher. Zwischenschritte. Eisenfrost. Nee. Auch nicht. Nö. Na gut. Dann Inventar leer machen, Jagdbeute. Das meiste davon kann weggeschmissen werden. Ich pack
dich erstmal zur Alchemie mit rein. Die Tränke hier behalte ich jetzt. Das sind unsere Bosskiller-Tränke, die kommen da rein. Ja, oh, alles noch reparieren. Irgendwie kann unser Schwert jetzt ja inzwischen beschädigt werden. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommen konnte. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns nächste Folge auf den Weg in die Ebenen. Und vielleicht fällt mir bis dahin ja auch ein, was man jetzt genau mit den Tränen noch machen könnte. Dann können wir das vorher craften. Aber das gucken wir dann gleich.